Aber ich mag nicht viele Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Wow, jetzt sind wir sogar auf ein Date eingeladen, wobei er nicht mitkommen wird. Wuhu! Yeah, Baby, für mich! So sieht das Leben eines Singles aus. Du wirst zu einer Party geschickt, geh mal alleine hin. Mein trauriger ist es eigentlich, wenn er sagt, darf ich meine Pokémon mitnehmen? Hä? Irgendwie ist das traurig, aber hier in der Welt ist das ganz normal, ne? Ja. Aber es wäre doof, ne? Hey, Schlappohr, möchtest du mitkommen? Okay. Bist du schon wieder in der Stadt? Ja. Ich noch nicht. Oh, der Polizist guckt mich an. Hallo. Wir können uns jetzt Schaufler holen. Hab ich gerade also vor. Schaufler. Ich bin im Haus drin. Mann, sieht das hier wieder sauber aus. Ja, Schweinerei echt. Hallo, Herr Typ. Ich bin doch schon draußen. Warum sagst du, ich soll draußen bleiben, ey? Hey, du bleib drinnen. Ja, das hätte eigentlich eher gepasst. Irgendwie ist der doof. Oh, der hat zwei Pokémon. Macholo. Juhu, ein Macholo. Level 17. Los, Flügelschlag. One Hit. Oh, Startflügel. Warum gibt es jetzt keine. Warum hat Misty keine Kampfarena? Da ja, hätte ich wenigstens Vorteile. Voll die blöde Bitch. Passt sich nicht an uns an. Ein Traumato. Traumato, Tomato. Los, Drachenklaue. Oh, bringt gar nichts. Super. Mach doch einen Flügelschlag. Dann mach wieder Flügelschlag. Ich wollte mal ausprobieren. Ich wurde besiegt. Ah, ne, er. Oh, Let's Play zu Ende. Okay, ich habe keinen Schaden bekommen. Ich auch nicht. Wir können uns noch ein Pokémon fangen. Und es ist Schaufler. Juhu. Wir können uns sogar mehrere Pokémon fangen. Warum? Unten, also wenn wir jetzt die Route weiter nach unten gehen, da können wir uns eins fangen. Ja. Dann können wir runter zur nächsten Arena gehen, wo Major Bob ist. Da können wir uns ein Pokémon fangen, wo es eigentlich Abra gibt und so. Also ich kenne bloß den Teil jetzt hier, wo man zum Dings hinkommt. Zur Pension. Man sein Pokémon abgeben kann. Genau. Ach, ich wollte nur... ich hänge jetzt vor dem Gras vor der Pension rum. Okay, Moment, ich komme. Ich wollte eigentlich noch gar nicht dahin laufen, aber ich bin aus Versehen über den Abgrund gesprungen, den man ja nicht mehr hoch kann. Das ist Route 5, ne? Azuria City, Route 5. Hatten wir Route 5 schon irgendwas gefangen? Ich weiß nicht, wo... Ich kenne mich mit den Routen nicht aus, welche wann wo kommt. Aber wir haben ja eine schlaue Karte. Ja, ich guck auch... Ich komme nicht auf die Route da. Route 1, Route 2, Route 3 war das, Route 4. Nee, ich denke tatsächlich haben wir noch nichts gefangen. Nee, Route 5, ja, ist ja auch der Weg, den wir gehen sollen jetzt quasi. Aber das ganze Ding zählt als Route 5, bis wir zu Saffronia City kommen. Also stimmt, können wir doch nur eins fangen. Ja. Ja, dann fangen wir so... Tjo, ist dann wohl so, wenn wir dann Glück haben, auch mal mit ich dem... Ich hab keins bekommen. Ich bin einfach quer runtergelaufen. Okay, ich hab auch noch keins, ich hab auch noch keins und ich hab auch noch keins. Ich bin beim Haus. Krieg ich hier ein Pokémon geschenkt? Im Haus? Okay, mein Encounter für die Route 5 ist... Das nicht. Ist das nicht. Warum? Das wäre ein Ladybug gewesen. Das hattest du doch schon. Ja, zum Glück. Und mein Encounter für Route Nummer 5 ist... Ganz okay eigentlich. Super. Was hast du? Ich habe noch gar keins. Ich konnte durchlaufen, ohne eins zu kriegen. Und die in der Pension waren zu geizig. Die wollten mir keins schenken. Deshalb habe ich gerade... Da, mein Encounter. Und es ist ein Fritzelblitz. Das ist sehr schön. Da hast du dann... ne? Elektro. Aber wie schwäch ich ist. Ach, das ist Level 10. Verdammt. Ja. Habe ich schon gesagt, was ich habe? Nein. Ein Pokémon. Hahaha. Ha, ha. Nein, du hattest nur gesagt, dass du dein Ladybar hast und weiter warst und auch nicht. Ich kann es nicht mal schwächen. Ich habe übrigens ein Macholo. Ah. Wollen wir die ins Team nehmen?
Also ich würde Fritzelblitz gerne ins Team nehmen, zumindest bis Misty weg ist. Was würden wir dafür rausnehmen? Müsste ich gucken. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Fritzelblitz irgendwie... Ach, ich weiß nicht, ob der Fund reicht. Also nicht reicht. Ich hoffe einfach mal, dass der mein Liebeskuss jetzt nicht angreift, ansonsten wird's gleich sterben. Er spammt nämlich die ganze Zeit Silberblick und das macht mir Angst. Ich bin paralysiert. Fang's jetzt mal, Fragezeichen? Ein Wackler, zwei Wackler, drei Wackler? Hab's gefangen. So, ich noch nicht, hab's jetzt erst eingeschläfert. Oh, es ist fast drin geblieben. Sein ganzer Körper besteht aus Muskeln, so wie meine auch. Drin. Auch wenn es nur so groß ist wie ein Menschenkind, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Wow, nur 100? Also wie ich eigentlich auch. Das heißt, du bist ein Macholo. Ich bin ein Macho-Ollo. Ein Macho-Ollo. Na, Fritzelblitz, in seinem Fell speichert es statische Elektrizität für spätere Entladungen. Baut sich ein Sturm auf, braut sich ein Sturm zusammen, entlädt es Funken. Ich habe ein männliches Fritzelblitz. Und du ein? Weibliches Macholo. Ach du Schande. Machi. Okay, Machi mit, also so wie Mach und Hen mit I? Oder wie? Weiß nicht, ich hab gerade ja so mit U gedacht. Aber mit A ausgesprochen quasi. Butchi? Ja, aber mit A. Es war bei meinem Kopf wurde es mit A ausgesprochen. Ja, wie soll ich ihn denn nennen? Dann mach M-A-C-H-I und nenn es ab und sprich es dann aus wie Machi. M-A-C-H-I? Ja. Okay, gut, dann bist du Machi. Machi! Und dann nennst du bitte Pazzinotti. Was? Also P-A-C? Warte mal, wo ist hier das P? Da. Ein P, ein A, ja. Also P-A-C hast du? Ich war jetzt beim A. So P-H-P-A-C. P-A-C. Ja. I-O-N? I-N-O, so. Was? Verwirr mich N-O. Nicht. N-O. Ich bin bei P-A-C. Ja, I-N-O. I-N-O. Pacino. Und dann T-T-I. T-T-I? Ja. Pacinotti? Ja. Für männliches? Ja. Okay. Nämlich ein italienischer Physiker. Ah, okay. Gut, kein ja, Wunder, dass ich nichts weiß. So, was machen wir nun? Ich würde ganz gerne schon mal mein Macholo und dein Pacinotti ins Team nehmen. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg ins Pokémon Center. Ich überlege gerade, wen ich dafür abgeben wollen würde. So, ich guck mal in mein Team. Also, ich glaube, dein Schlupfbuch willst du noch behalten bezüglich Pokémon fangen. Ich habe auch noch Dick da zum Fangen. Na gut, mit dem Gene. Ja gut, das können wir eigentlich machen. So. Also, Togepi und Dick da raus für Pacinotti und Machi. Gut. Also Dick da ab mit dir auf dein Rechenzentrum. Darm, Dick Darm. Nee, ich wollte so, auch nicht neben bewegen, so. Bin ich jetzt mal gespannt, was das so für erstens Attacken und zweitens für Werte hat. Ich auch. Zick. Also, es ist locker. Ich muss mal kurz gucken, was locker war. Pokémon Wesen. Ja, ich kann Pokémon voll viel auswendig, ja. So, jetzt kann ich Fritzelblitz auch mal angucken. Was war das nochmal locker? Du hattest locker gesagt. Locker ist Verteidigung hoch inne drunter. Naja. Und Sacht? Sacht ist...
Moment. Dachte Spezialverteidigung hoch und Spezialangriff runter. Das ist schlecht. Okay, meins hat momentan noch Spezialangriff als höchsten Wert und Verteidigung niedrig. Okay, dann lass uns mal auf Entdeckungstour. Du kannst ja deinen EP-Teiler, deinem Pacinotti geben. Ja, aber was willst du entdecken? Wir müssen Misty eigentlich besiegen, bevor wir was machen können. Nee, wir können auch weiter runtergehen noch. Wieso? Nach Safronia kommen wir noch nicht. Oder nach Orania? Doch, kommen wir. Ich? Ja. Ich habe zu lange diese Edition nicht mehr gespielt. Ich weiß das nicht. Unten geht doch dieses Haus mit diesem Tunnel nach unten. Dieser Tunnelfahrt. Ja, das weiß ich. Den habe ich ja gesehen. In dem Haus will er ein Kind ein Pokémon tauschen. Das ist normalerweise, glaube ich, ein Porenta? Oder ein Ibitak? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt kam gerade die Frage, besitzt du ein Entei? Was? Und ging was? Gegen Entibir tauschen? Was? Nein? Was? Schade. Okay. Danke, dass du mich gefragt hast, aber nein. Ich würde kein Entei gegen ein Entibir tauschen. Nicht? Warum nicht? Ist doch voll der coole Taus. Für ihn ja. Und irgendwo gab's hier ein verstecktes Item im Tunnel. Ja, das stimmt. Ich hab einfach irgendwo wild immer rumgedrückt, bis ich's hatte. Das werde ich jetzt auch machen, bis ich's habe. 3 Stunden später. Das ist mir egal. Das ist mein Content, ja. Bei mir seht ihr dann schon die Pokémon-Liga, während Brick immer noch sein Item sucht. Weißt du eigentlich das Getippe? Ein bisschen, wenn du es mit Absicht machst. Oh, bei mir will das Kind ein Barschwan. Und es würde mir ein Samurzel geben. War denn dieses verfickte dieses verschönte Item? Spam, 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 Spam. Ja, das ist es auch gerade, ne? Ja. Ich bin jetzt schon bei dem Blauen angekommen. Warte mal, lag's nicht auf der Treppe? Nee, lag's hinter der Treppe? In der Treppe. Hätte ich jetzt auch gedacht. Nee, da liegt es nicht. Okay, ich war beim Blauen eben. Was jetzt? Das war doch der Tunnel, oder? Ich denke, ich weiß es nicht genau. Es gibt ja mehrere. Übrigens damals hier immer die Luft angehalten, weil ich damals gedacht hatte, da steht alles unter Wasser, weil auf meinem Gameboy Color war ja noch nicht so viel Farbe. Und deshalb habe ich die Luft angehalten, weil ich ein dummes Kind war. Okay, gut, das wissen wir jetzt alle. Ich bin dann immer so schnell durchgelaufen und deshalb habe ich hier nie ein Item gesucht, weil ich nämlich Luft anhalten musste. Okay. Ich bin jetzt bei dem Roten und ich habe das Item noch nicht gefunden. Ich bin schon einmal durch gleich. Wo ist denn das? Hier war doch eins oder nicht? Okay, wenn wir es nicht finden, dann googeln wir. Google. Ich war mir sicher, dass hier ist ein, dass es hier eins gab. Ich weiß nicht genau, ob das dieser Tunnel war. Eigentlich ja. Ja, liebe Leute, ihr hört das Geklapper im Hintergrund, aber das nun mal ist ein anstrengendes Let's Play und wir könnten eine Sehnenscheibenenden, wie heißt das? Bindehaut? Nee, Bindehaut wäre das nicht. Wie heißt das? Sehnenscheidenentzündung, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Machen wir alles nur für euch. Wir suchen ein Item für euch. Das könnt ihr euch dann ausdrucken und an die Wand hängen. Wir brechen uns die Daumen nur für euch, nur für eure Unterhaltung. Hier kein Item, sag mal. Ist das echt so ein leerer Tunnel? Kann ich mir nicht vorstellen, muss doch irgendjemand Kleingeld verdienen. Echt? Kleinstein verliert Kleingeld. Vor allem ist der Tunnel gar nicht so real life, ja? In real life würde hier ein Penner sitzen. Nee, bei unserem Tunnel hier nicht. Okay, ich bin jetzt bei der gegenüberliegenden Treppe. Super! Das Let's Play verzögert sich. Ich habe eins gefunden. Wo denn? Da, wo der erste, wenn du von oben kommst, da, wo der erste rote Strich ist. Wo es wechselt von blau auf rot.
Das erste Mal. Ja, ziemlich in der Mitte oder so? Ziemlich, ein Schritt von rechts entfernt. Also auf dem Streifen? Nee, einen davor. Also, du guckst quasi auf den Streifen, der von blau auf rot wechselt. Hä, ich finde hier keins. Also, bist du noch auf dem blauen? Ich bin noch auf dem blauen und gucke genau dahin, wo sich blau und rot wechseln. Also wenn ich jetzt einen Schritt weitergehen würde, wäre ich automatisch auf blau und rot. Weil du ja mal zwei Felder blockierst. Bei mir ist keins. Bei mir schon. Blau und rot, ne? Ja. Bei mir ist sie kein. Also ist das Item auf dem, wo blau und rot ist. Ja. Ich hab hier keins. Dann geh noch mal ganz nach oben zu der Treppe. Ja, da bin ich. Dann stellst du dich jetzt ein Block, genau unter diesem Treppensprite. Ja. So dass du, ja, von dir aus gesehen rechts noch einen Platz hast. Ja. Und dann drückst du einfach die ganze Zeit ab, bis du nach unten kommst zu dem Blau und Rot wechseln. So habe ich das gerade gefunden. Nö, ich bin jetzt im Roten, hab kein Item gefunden. Hä? Bin jetzt wieder ganz unten an der Treppe. Ich schick dir mal ein Screenshot. Moment, ich guck sofort, das macht mich gerade total nervös. Ich will mein Item haben! Ja. Moment. Ich mach jetzt mal TeamSpeak auf. Okay. Öffnet ihr das jetzt nicht genau da? Auf dem zweiten Bildschirm? Weil wenn ja, dann habt ihr das perfekt in der Aufnahme. Ihr habt's perfekt in der Aufnahme. Super! Okay. Dann könnt ihr gleich mal mitgucken. Boah, Jens hat ein Item. Okay, Sui Shimaru macht gerade Livestream. Das freut mich. Für ihn. Cool. Ja, da bin ich, aber da habe ich keins. Ich habe an der Stelle A gedrückt und dann stand bei mir, du hast findest eine Herzschuppe. Hä? Ja, ohne Scheiß, da bin ich, aber da ist bei mir keins. Hä? Ich hab da noch keins eingesammelt, oder? Oder ist das immer verschieden? Nein, ich habe noch keins eingesammelt. So, ich google jetzt. Jetzt reicht's ihm, jetzt wird gegoogelt. Tunnel, Fahrt, Item. Bitte sag mir, dass das nicht random ist. Ja, bla 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 bla. Dieser Teil, bla bla. Rot, blau sowieso, Feuer, rot. Okay. Es gibt da mehrere Items drin? Jens? Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Items gibt's da drin? In diesem Tunnel? Ja. Sonst gibt's hier ein Gegengift, Paraheiler, Aufwecker, Trank, Eisheiler oder Feuerheiler. Oder? Und? Steht das hier? Aber, ich hab doch gleich alles abgelaufen. Oder muss man in bestimmte Richtung gucken, damit das Item auftaucht? Warum haben wir noch keinen Detektor? Reihe von rechts. Zwei Felder unter der oberen Treppe.